Sie wollen mit Ihren Entscheidungen mehr erreichen oder Sie würden gern mehr Kontrolle über Ihr Leben haben oder Sie wollen einfach mehr über das Treffen von Entscheidungen erfahren. Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Vortrag zeige ich Ihnen, wie Sie sich ganz einfach selbst anstupsen können, systematisch, beruflich und privat bessere Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich sehr, an meiner Alma Mater, der Universität Bayreuth, diesen Vortrag im Rahmen der Bayreuther Stadtgespräche halten zu dürfen. Hier hatte ich das große Glück, unter meinem sehr geschätzten akademischen Lehrer, Professor Jörg Schlüchtermann, meine wissenschaftliche Karriere beginnen zu dürfen. Mein Vortrag lässt sich in 5 Teile untergliedern. Im ersten Teil werde ich aufzeigen, welchen Einfluss gutes, proaktives Entscheiden auf Ihr Leben haben kann. Mit anderen Worten, warum ist proaktives Entscheiden so wichtig? Im zweiten Teil erläutere ich kurz, wie Sie durch Nudging von jemandem angestupst werden, bessere Entscheidungen treffen können. In gewissen Situationen lässt sich dieses Konzept von Nobelpreisträger Richard Thaler allerdings nicht anwenden. Für diese Fälle hat Ralf Kini das Konzept erweitert, nämlich wie Sie sich selbst dazu anstupsen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Im dritten Teil stelle ich Ihnen ganz einfache Methoden dazu vor und fasse auch aktuelle Forschungsergebnisse über die Wirksamkeit dieser Methoden und den aktuellen Forschungsbedarf kurz zusammen. Im vierten Teil gebe ich Ihnen einen Einblick in praktische Anwendungen der Methoden in Organisationen. Beispielsweise beim kalifornischen Verkehrsministerium oder im weltweiten Counterterrorism. Darüber hinaus stelle ich Ihnen mein Herzensprojekt Klug Entscheiden vor, in welchem wir sehr erfolgreich für Schülerinnen und Schüler in der Oberpfalz und Oberfranken Entscheidungsworkshops konzipieren, durchführen und evaluieren. Abschließend fasse ich kurz die wesentlichen Aussagen zusammen. Warum ist es wichtig, aktiv Entscheidungen zu treffen? Sie, ich, wir alle sind in der Situation dieses kleinen roten Männchens mit der schicken roten Jacke. Wir stehen vor der Entscheidung, was machen wir mit dem Rest unseres Lebens? Wer von Ihnen will ein erinnerungswürdiges Leben leben? Wobei Sie für sich definieren, was erinnerungswürdig ist, nicht Ihre Schwiegermutter, Ihr Nachbar oder Ihr Hund. Diese Frage habe ich schon sehr oft gestellt. Fast alle Menschen wollen ein erinnerungswürdiges Leben leben. Wie viel Zeit investieren Sie dafür pro Tag? Überlegen Sie mal. Wie lange arbeiten Sie pro Tag? Wie lange engagieren Sie sich pro Tag sozial? Zum Beispiel als Jugendtrainer einer Hockeymannschaft der Bayreuther Turnerschaft. Wie lange arbeiten Sie in der Familie? Kinder aufziehen, Eltern pflegen? Ja, das alles gehört dazu. In Summe kommen da häufig 10, 12 oder gar 14 Stunden pro Tag zusammen. Der Einsatz, den viele Menschen zeigen, ist hoch, aber auch effektiv. Wenn man das mit einem Läufer vergleicht, bedeutet es, dass sie sehr schnell laufen. Viele Menschen sind sich jedoch nicht bewusst, wohin sie laufen. Macht es da Sinn, so schnell wie möglich zu laufen? Entscheidungen sind die einzige Möglichkeit, aktiv auf das, was Ihnen oder Ihrer Organisation wichtig ist, Einfluss zu nehmen. Alles andere passiert. Daher ist es verwunderlich, dass viele entscheidende Verbesserungspotenziale ungenutzt lassen. Ich möchte gerne anhand eines Beispiels verdeutlichen, welchen positiven Einfluss proaktives Entscheiden auf Ihr Leben haben kann. Nehmen Sie an, dass Sie nach Ihrem sehr erfolgreichen Studium oder Ihrer Ausbildung bereits 3 Jahre in Ihrem ersten Job arbeiten. Ein Headhunter ruft Sie an und bietet Ihnen einen attraktiv klingenden Job an. Die Frage, die ich Ihnen jetzt gerne stellen möchte, klingt denkbar trivial. Welche Entscheidung bzw. Entscheidung müssen Sie jetzt treffen? Sie können an dieser Stelle gerne das Video kurz ausmachen und nachdenken. Ich baue diese Möglichkeit noch mehrmals in meinen Vortrag ein. Denn zum einen möchte ich jetzt Leerlauf vermeiden und zum anderen entfalten diese kleinen entscheidungstheoretischen Brain-Teaser ihre volle Wirkung erst dann, wenn Sie sich selbst ernsthaft damit beschäftigt haben. Andernfalls ist es manchmal so, als ob ich einen Wortwitz erkläre, ach so, ja, ja, so lustig, und bald ist die Message wieder vergessen. Aber jetzt, was hätten Sie gemacht,
wenn ich diese Frage stelle. Welche Entscheidung müssen Sie treffen? Mittlerweile habe ich diese Frage 10.000 Menschen gestellt. Häufig kommen Gegenfragen, wie viel verdiene man denn im neuen Job? Mache einem der aktuelle Job Spaß? Oder wo wäre der neue Job? Das hilft dabei herauszufinden, welches der bessere Job ist. Das klingt plausibel, oder? Letztes Jahr hatte ich an einer technischen Exzellenzuniversität in Deutschland diese Frage 700 Studierenden gestellt. Alle 20 Wortmeldungen gingen genau in diese Richtung. Auch auf explizite Nachfrage ist niemand auf eine substanziell andere Frage gekommen, neuer oder alter Job. Überlegen Sie noch einmal, kommen Sie auf etwas anderes? Manchmal hilft dieses Bild als Motivation. Diese Ray-Ban for Horses sehen schick aus, aber sind nicht wirklich hilfreich beim Treffen von Entscheidungen. Warum sollte denn ausgerechnet ein zufällig an Sie herangetragenes Angebot das Bestmögliche sein? Diese Entscheidung kann einen erheblichen Einfluss auf den Rest Ihres Lebens haben. Daher wäre es sinnvoll, sich zunächst einmal dafür zu entscheiden, ob man darüber nachdenkt, sich beruflich zu verändern oder nicht. Wenn nicht, dann sollten Sie keine Gedanken mehr an den Headhunter verschwenden. Wenn doch, dann sollten Sie systematisch interessante Alternativen entwickeln, beispielsweise dadurch, dass Sie aktiv Headhunter kontaktieren, sich in Ihrem Netzwerk umhören und so weiter. Sie können auch mit Ihrem aktuellen Arbeitgeber verhandeln. Verlieren können Sie dabei nicht viel, aber gewinnen. Ich möchte das Beispiel noch mal ein bisschen erweitern, um Ihnen die möglichen erheblichen Folgen zu verdeutlichen. Nehmen Sie an, dass Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin im Studium Ihrer Ausbildung kennengelernt haben und dass Sie seit 3 Jahren eine Fernbeziehung führen, beispielsweise Innsbruck, Wien oder Bayreuth, Berlin. Für beide herrscht im Job Anwesenheitspflicht 9-to-5. Sie könnten Ihrer Chefin sagen, dass Sie ein attraktives Jobangebot vorliegen haben, aber dass Sie gerne weiterhin für Ihre Chefin und für Ihr Unternehmen arbeiten würden. Sie könnten dann zum Beispiel vorschlagen, ob Sie zumindest testweise pro Monat 4 Tage vom Homeoffice arbeiten könnten. 3 Jahre Fernbeziehung, in der Sie nach der Arbeitswoche in den Zug gestiegen sind und Freitagnacht bei Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin angekommen waren und Sie am Sonntagnachmittag wieder zurückfahren mussten, beziehungsweise umgekehrt, sind eine erhebliche Belastung auch für die beste Beziehung. Viele Beziehungen scheitern genau in einer solchen Phase. Das Nachverhandeln mit der Homeoffice-Option kann die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Beziehung erfolgreich gestalten, substanziell erhöhen und damit Ihr Leben nachhaltig zum Besseren verändern. Warten Sie nicht darauf, dass andere Personen auf Sie zukommen und Ihnen Angebote machen. Sie haben es durch Ihre Entscheidung selbst in der Hand. Sie sind Ihres Glückes Schmied. Nudging und sich selbst anstupsen. Eine Möglichkeit, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen, liegt darin, Menschen anzustupsen, Englisch nudging. Der Psychologe und Verhaltensökonom Richard Thaler hat 2017 den Nobelpreis für dieses Konzept des Nudging erhalten. Auf dem eingeblendeten Buchdeckel wird Nudging illustriert mit einer Elefantenmutter, die ihren Nachwuchs zärtlich anstupst, das zu machen, was für das Kleine gut ist. Bei Menschen übernehmen sogenannte Entscheidungsarchitekten diese Rolle der Elefantenmama. Sie setzen einen Rahmen, damit Menschen vermehrt Entscheidungen treffen, die für sie selber, aber auch für die Gemeinschaft gut sind, wobei die Wahlfreiheit gewährleistet bleibt. Das Letzte ist dabei sehr wichtig. Einige Lebensmittel gelten gesünder als andere. Viele Menschen nehmen sich auch vor, sich gesünder zu ernähren. Dennoch greifen sie häufig zu ungesunden Lebensmitteln. Sie entscheiden sich also situativ gegen das, was sie eigentlich wollen. Vielleicht haben Sie das ja schon einmal bei sich selbst beobachtet. Beispielsweise, wenn Sie ein bisschen probieren wollen und dann doch die ganze Packung Erdnüsse oder Kekse aufgegessen haben. Im Wahlkampf 2013 in Deutschland wurden die Grünen ordentlich abgestraft. Schuld dafür soll auch die Idee gewesen sein, für Kantinen einen verbindlichen Veggie Day einzuführen. Wer will sich schon vorschreiben lassen, was man essen soll? Das lasse ich mir nicht bieten, außer vielleicht von meiner Frau, deren Vorschläge ich so deute, dass wir zusammen sehr, sehr alt werden sollen. Thaler hat in zahlreichen Experimenten gezeigt,
dass die Wahl der Alternative maßgeblich davon abhängt, wie die Alternativen präsentiert sind. Hier sehen Sie einige Beispiele. Wenn beispielsweise direkt im Eingang einer Cafeteria eine gut aufgemachte Salatbar steht, dann greifen deutlich mehr Leute zum Salat anstelle zu Currywurst mit Pommes. In diesem Fall ist die Leitung der Cafeteria in der Rolle des Entscheidungsarchitekten und kann das Entscheidungsverhalten der Essenden durch die Positionierung der Angebote beeinflussen. Und das im Sinne der Essenden, sie wollen ja eigentlich mehr Salat essen. Auf einem Highway kommt es im Kurvenbereich vermehrt zu Unfällen. Verkehrsschilder werden ja leider teilweise schon routinemäßig ignoriert. Daher wurden weiße Striche quer zur Fahrbahn aufgetragen. Deren Abstand verkürzt sich. In der Folge reduzieren viele Fahrende ihre Geschwindigkeit. Auf der Flughafentoilette in Amsterdam wurden kleine Fliegen in die Mitte von Pessoas geklebt. In der Folge wird offenbar besser gezielt und die Verschmutzung geht um sage und schreibe 80% zurück. Würden Sie hier alle Lampen durchgehend leuchten lassen? Vermutlich nicht. In allen Fällen bleibt die Wahlfreiheit des Einzelnen bestehen. Die Menschen werden aber in eine Richtung gestupst, etwas zu tun, was gut für sie selber und für die Gemeinschaft ist. Allerdings ist es nicht immer möglich, dass ein Entscheidungsarchitekt sie anstupst. Oder sie wollen das gar nicht, dass jemand sie anstupst, zum Beispiel bei sehr privaten Entscheidungen. In seinem neuen Buch Give Yourself a Nudge, Helping Smart People Make Smarter Personal and Business Decisions, erweitert Ralph Kini das Konzept des Nudging für genau diese Situation und ermöglicht es den Entscheidenden, ihr eigener Entscheidungsarchitekt zu sein, ihre eigene Elefantenmama. Taylor unterstützt die Erweiterung seines Konzepts durch Kini explizit mit einem Statement auf dem Bookcover. Er betont dabei die Notwendigkeit, sein eigenes Entscheidungsverhalten zu hinterfragen, um es zu verbessern. Kini fordert, dass man nicht reaktiv in Entscheidungssituationen agieren sollte. Im eingehenden Headhunter-Beispiel sollte man also nicht auf die von anderen präsentierten Alternativen warten, sich mit ihnen zufrieden geben, sondern proaktiv sogenannte Entscheidungschancen entwickeln. Im dritten Teil werde ich Ihnen gleich einige einfache Methoden zeigen, wie Sie sich selbst anstupsen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Als Bezugsrahmen dient dazu Kinis Value-Focused Thinking. Wie werden Entscheidungen getroffen und wie sollten Entscheidungen getroffen werden? Viele Menschen gehen Alternativen fokussiert vor, auf der linken Seite. Ein Problem tritt auf, mit wenig Aufwand werden offensichtliche Alternativen identifiziert, die in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen sich als akzeptabel erwiesen haben. Der Großteil des Aufwandes wird im Anschluss in die Bewertung der Alternativen investiert. Wenn Paare essen gehen wollen, identifizieren sie häufig aus dem Stegreif die Restaurants, die sie schon kennen. Häufig wird noch ausgiebig diskutiert, in welches Restaurant diesmal gegangen werden soll. Und am Ende landen sie dann doch beim Italiener um die Ecke, wie fast immer. Obwohl es sicherlich auch andere gute Restaurants gibt. Kennen Sie das? Diese Vorgehensweise ist rückwärtsgewandt und reaktiv. Zudem ist keinesfalls sichergestellt, dass die bestmöglichen Alternativen auch zur Wahl stehen. Genau dieses macht sich Value-Focused Thinking zum Ziel. Die Werte des Entscheiders werden identifiziert und in Ziele übersetzt. Anschließend werden diese zur systematischen Identifikation guter Alternativen eingesetzt. Sie überlegen, was Sie erreichen wollen. Das sind Ihre Ziele. Und wie Sie es erreichen können, das sind Ihre Alternativen. Diese Vorgehensweise ist vorwärtsgewandt, proaktiv und zeichnet sich durch breites Denken aus. Im dritten Teil werde ich Ihnen jetzt vier Aspekte von Entscheidungen vorstellen und zeigen, wie Sie sich selbst anstupsen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Was würden Sie tun, wenn Sie eine Stunde Zeit hätten, die Welt zu retten? Sie würden so viel Zeit und Aufwand wie möglich in die Lösung des Problems investieren, oder?
Das klingt ja auch plausibel. Viele von uns sind genau so konditioniert. Albert Einstein hingegen soll diese Frage ganz anders beantwortet haben. Wenn er eine Stunde Zeit hätte, die Welt zu retten, würde er 55 Minuten damit verbringen, das Problem zu definieren und dann 5, um es zu lösen. Ich möchte Ihnen gerne die Folgen einer unreflektierten, schlechten Definition einer Entscheidungssituation an 3 Beispielen zeigen. Nehmen Sie an, Sie wollen sehr gerne einen Menschen besuchen. Im Folgenden nehme ich das Beispiel eines Enkels, der sehr gerne seine Großeltern besuchen möchte. Diese leben 6-7 Stunden Reisezeit entfernt. Die Großmutter ruft ihn an und fragt: Max, hast du nicht Lust, nächstes Wochenende uns zu besuchen? Wir würden uns ja so darüber freuen. Was würden Sie an Max Stelle antworten? Sehr gerne, aber leider habe ich am nächsten Wochenende schon was vor. Man hat ja seine Verpflichtungen und Pläne. Bei 6-7 Stunden Fahrzeit braucht man ja ein ganzes Wochenende. 2 Wochen später findet der gleiche Dialog statt. Und immer wieder. Nach einem halben Jahr hat Max seine Großeltern immer noch nicht besucht. Obwohl er das eigentlich sehr gerne tun würde. Die Entscheidungssituation wurde hier zu eng formuliert. Eine breitere Entscheidungsformulierung wäre: Max, an welchem Wochenende passt es dir in den nächsten 3 Monaten am besten, uns zu besuchen? Die breitere Formulierung der Entscheidungssituation führt in diesem Fall dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Max seine Großeltern besucht, deutlich höher ist. Ein zweites Beispiel aus einem anderen Lebensbereich. Angenommen, sie würde gerne einen anderen Menschen näher kennenlernen und mit ihm oder ihr ins Kino gehen. Eine enge Formulierung der Entscheidungssituation wäre: Hast du Lust, mit mir am Freitag ins Kino zu gehen? Wenn die Person, die Sie so interessant finden, wirklich interessant ist, hat sie wahrscheinlich schon was vor. Die Antwort könnte dann Nein lauten. Und das, obwohl die Person vielleicht gerne mit Ihnen ausgehen wollte. Breiter formuliert: Es gibt einen neuen Film, den ich mir unbedingt anschauen möchte, sehr gerne mit dir. Wenn du Lust hast, wann würde es dir denn in den nächsten 2 Wochen am besten passen? Das klingt erfolgsversprechender, oder? Ich möchte Ihnen noch ein drittes Beispiel geben. Das Auto, das ich damals als Student gekauft hatte, war irgendwann kaputt. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen großen Bruder um Rat gefragt. Der kennt sich aus mit Autos. Er empfahl mir direkt, einen BMW 1er, einen Golf oder einen Audi A4 zu kaufen. Das ganze Wochenende anschließend hatte ich mir dann auf Vergleichsportalen hunderte dieser Autos angeschaut. Wie viele Alternativen hatte ich denn eigentlich zur Wahl? Hunderte, Tausende, Zehntausende? Aufgrund der vielen Alternativen, die ich betrachtet hatte, hatte ich aus den Augen verloren, was ich eigentlich wollte. Es ging mir eigentlich darum, wie ich meine Mobilität gewährleiste unter Berücksichtigung von Kosten, Komfort und Umweltbelastung. Ich hätte im täglichen Leben öffentliche Verkehrsmittel nutzen und bei Bedarf mir einen Wagen mieten können. Ich hätte mir ein super fancy Mountainbike kaufen können und bei Regen mit dem Taxi fahren können. Ich hätte auch am Carsharing teilnehmen können. All das habe ich nicht betrachtet. Etwas davon wäre sicherlich besser gewesen für mich, als ein Auto zu kaufen, was ich damals getan habe. Den Blick auf diese und andere Alternativen habe ich mir selbst versperrt, da ich meine Entscheidungssituation viel zu eng angegangen bin und unreflektiert ausschließlich die Möglichkeit des Autokaufs verfolgt habe. Ein Grund dafür, dass wir suboptimale Entscheidungen treffen, liegt darin, dass wir Entscheidungssituationen als gegeben annehmen. Denken Sie dabei auch an das Headhunter-Beispiel, in dem die meisten die Entscheidungssituation sehr eng formulieren, Jobwechsel oder nicht. Wie eine Entscheidungssituation formuliert wird, ist eine Entscheidung an sich. Sich das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Schritt, um bessere Entscheidungen zu treffen. Durch die Formulierung der Entscheidungssituation haben Sie großen Einfluss auf das Ergebnis. Sie haben mehr Kontrolle über Ihr Leben, beruflich wie privat. Insbesondere, wenn Sie mit einer Entscheidungssituation nicht zufrieden sind, stupsen Sie sich an.
und entscheiden Sie selbst darüber, mit welchen Entscheidungssituationen Sie sich auseinandersetzen wollen und wie eng bzw. breit Sie diese formulieren. Identifikation relevanter Ziele. Ihre Ziele sind elementar für Ihre Entscheidungen. Wie sehen Entscheidungen ohne Ziele aus? Dieses kann sehr schön mit einem Dialog aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland illustriert werden. Sie sehen das hier. Alice zur Katze. Könntest du mir sagen, welchen Weg ich von hier aus gehen sollte? Katze, das hängt sehr stark davon ab, wo du hinkommen möchtest. Alice, es interessiert mich nicht so sehr, wo ich hinkomme. Katze, dann ist es auch egal, welchen Weg du einschlägst. Zu Beginn meines Vortrags habe ich angesprochen, wie viel Aufwand Menschen betreiben, um ein erinnerungswürdiges Leben zu leben. Wenn sie nicht wissen, wohin sie laufen, macht es gar keinen Sinn, überhaupt zu laufen und schon gar nicht so schnell wie möglich. Sie wissen, wohin sie laufen? Sie kennen ihre Ziele, oder? Vielleicht nehmen Sie sich mal eine für Sie wichtige Entscheidungssituation, mit der Sie sich derzeit beschäftigen. Versuchen Sie doch einmal, alle Ziele, die Sie mit dieser Entscheidung verfolgen, stichwortartig aufzuschreiben. Dafür können Sie jetzt wieder das Video sehr gerne vor 5 bis 10 Minuten stoppen. Das Aufschreiben aller relevanter Ziele in einer Entscheidungssituation entspricht dem ersten Schritt in einem berühmten Experiment. Im zweiten Schritt haben die Wissenschaftler den Probandinnen und Probanden eine sogenannte Masterliste mit Zielen vorgelegt. Auf dieser sehr umfassenden Liste sind alle möglichen und potenziell relevanten Ziele aufgeführt. Die Probandinnen und Probanden sollten dann alle Ziele, die sie für sich als relevant erachten, ankreuzen. Im dritten Schritt mussten die Probanden dann die Ziele, die sie im ersten Schritt aufgeschrieben haben, den Zielen auf der Masterliste zuweisen. Sie sehen hier, dass beispielsweise das Ziel A dem 7. Ziel auf der Masterliste zugewiesen wird. Diese Vorgehensweise erlaubt, im ersten Schritt selbst generierte Ziele in grün dargestellt und im zweiten Schritt zusätzlich als relevant erkannte Ziele in rot dargestellt zu unterscheiden. Im vierten Schritt haben die Probanden ihre Ziele im Hinblick auf die Wichtigkeit in Reihenfolge gebracht. Die Zahl 1 hier in dem kleinen Kreis bedeutet, dass dieses Ziel am wichtigsten ist. Im ersten Schritt waren die Probanden dazu in der Lage, durchschnittlich 6 Ziele aufzulisten. Im zweiten Schritt kamen noch 6 weitere Ziele hinzu. Die Probanden sind sich anscheinend nur weniger als der Hälfte ihrer Ziele bewusst. Wie kann man denn eine gute Entscheidung treffen, wenn man sich nicht einmal seiner eigenen Ziele bewusst ist? In Live-Veranstaltungen geht an dieser Stelle immer mindestens ein Arm energisch nach oben. Vielleicht liegt Ihnen jetzt ja auch etwas auf der Zunge. Das Argument, was dann kommt, ist folgendes. Man müsse ja nicht alle Ziele berücksichtigen. Es reichten ja auch die wichtigsten. Das seien schließlich die, die man selbst aufgeschrieben habe. Das macht Sinn, oder? Die Wissenschaftler konnten jedoch zeigen, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt bezüglich der Wichtigkeit der Ziele. Also, dass die selbst aufgeschriebenen auf der Liste genauso wichtig sind wie die Ziele, die im zweiten Schritt nur angekreuzt wurden. Daher noch einmal, wie kann man mit einer Entscheidung etwas erreichen, wenn man sich nicht einmal im Klaren darüber ist, was man eigentlich erreichen will? Stupsen Sie sich selbst an, indem Sie in wichtigen Entscheidungssituationen routinemäßig zuerst sich Ihrer Ziele bewusst machen. Was wollen Sie in einer Entscheidungssituation erreichen? Entwicklung attraktiver Alternativen. Alternativen stellen die Basis für Entscheidungen dar. Entscheidungen sind ohne Informationen über Ziele, Unsicherheit und Zielgewichte möglich, aber nicht ohne Alternativen. So trivial es auch erscheinen mag, es kann niemals eine Alternative gewählt werden, die besser ist als die zur Wahl stehen. Daher kann es sich als sehr effektiv erweisen, mehr Aufwand in die Identifikation der Alternativen zu identifizieren. An dieser Stelle erfolgt wieder die Einladung zum Mitmachen. Nehmen Sie die Entscheidungssituation, für die Sie vorhin Ziele identifiziert haben.
Schreiben Sie stichwortartig alle Handlungsmöglichkeiten auf, die Ihnen in den Sinn kommen. Dafür können Sie jetzt sehr gerne wieder das Video vor 5 bis 10 Minuten stoppen. Diese Abbildung kennen Sie bereits in ähnlicher Form. Jetzt geht es um Alternativen. Das Experiment habe ich zusammen mit Ralf Kini an der Uni Bayreuth durchgeführt. Wir haben Studierende befragt. Die Entscheidungssituation war, welche Alternativen können dazu beitragen, die Ziele während eines Praktikums zu erreichen. Im ersten Schritt haben die Probanden durchschnittlich 6 Alternativen eigenständig identifiziert. Mit der Hilfestellung einer Masterliste haben sie weitere 11 Alternativen identifiziert. Es stellt sich jetzt wieder die Frage nach der Qualität. Betrachten Sie die Abbildung. Auf der Y-Achse ist der Anteil der Teilnehmer abgetragen und auf der X-Achse die Menge der Alternativen. 1 bedeutet, dass 44% der Teilnehmer die beste Alternative selbst identifiziert haben in grün und dass 56% die beste Alternative nicht selbst generiert haben in rot. 1 bis 2 bedeutet die besten beiden Alternativen und 1 bis 5 die besten 5 Alternativen. Beispielsweise haben nur 10% die besten 3 Alternativen und nur 1% die besten 5 Alternativen selbst generieren können. Letztere sind die Superstars der alternativen Entwicklung. Das sind dann aber auch nur 1%. 23% konnten keine ihrer besten 3 Alternativen nennen und 10% sogar keine ihrer Top 5. Mit anderen Worten, die 10% der Probanden hätten bestenfalls die 6. beste Alternative auswählen können. Das klingt nicht nach einem erinnerungswürdigen Leben. Diese erschreckenden Ergebnisse haben uns dazu motiviert zu erforschen, wie man mehr und bessere Alternativen entwickeln kann. Dafür haben wir eine Serie von 5 Experimenten durchgeführt. Die Probanden in der Behandlungsgruppe haben wir jeweils mit Zielen stimuliert. In einem Experiment mussten die Probanden beispielsweise im ersten Schritt ihre Ziele aufschreiben und im zweiten Schritt Alternativen identifizieren. In einem weiteren Experiment haben die Probanden Ziele vorgegeben bekommen, mit der Bitte, Alternativen zu entwickeln. Insgesamt konnten wir zeigen, dass Ziele als Stimulus zu mehr und besseren Alternativen führen. Besonders effektiv ist es, zunächst Alternativen im Hinblick auf ein Ziel, dann auf 2 und abschließend auf möglichst viele Ziele zu entwickeln. Damals, als mein Auto kaputt war, habe ich nur die Alternative Auto kaufen gesehen. Wäre ich meines Ziels Umweltverbrauch minimieren bewusst gewesen, dann hätte ich sicherlich die Alternativen öffentlicher Nahverkehr plus Mietwagen oder Carsharing ohne weiteres identifiziert. Da ich diese Alternativen jedoch nicht identifiziert hatte, konnte ich sie natürlich auch nicht auswählen. Und letztlich habe ich das Auto gekauft, obwohl es nicht die bestmögliche Alternative war. Begnügen Sie sich nicht mit einer Entscheidungssituation. Begnügen Sie sich nicht mit den vorgegebenen Alternativen. Stupsen Sie sich selbst an. Denken Sie nach, was Sie in einer Entscheidung erreichen wollen. Das sind Ihre Ziele und nutzen Sie diese anschließend, um mehr und bessere Alternativen zu entwickeln. Entscheidungsprobleme versus Entscheidungschancen. Was assoziieren Sie mit Entscheidungen? Überlegen Sie mal. Diese Frage stelle ich häufig zu Beginn meiner Vorlesungen und Trainings. Entscheidungen sind die einzige Möglichkeit, Einfluss auf das zu nehmen, was für Sie oder Ihre Organisation wichtig ist. Entscheidungen sind doch was Tolles, oder? Hier sehen Sie repräsentative Antworten meiner Studierenden. Je größer ein Wort dargestellt ist, desto häufiger wurde es genannt. Schauen Sie doch mal genauer hin. Es dominieren negativ besetzte Begriffe wie Problem, Krise, Risiko, Fehler, Verlieren. Entscheidungssituationen werden häufig als Probleme wahrgenommen und angegangen. In der Forschung und in der Praxis hat es auch sich sprachlich verankert. Es wird von Entscheidungsproblemen gesprochen. Üblicherweise werden diese Probleme so adressiert, dass sie gelöst werden. Anstelle dessen sollten Sie sogenannte Entscheidungschancen, Englisch Decision Opportunities, entwickeln. Dabei handelt es sich um Entscheidungssituationen,
die Sie aktiv kreieren und damit Sie die volle Kontrolle über Ihre Entscheidungssituation haben. Bei Entscheidungsproblemen hingegen müssen Sie auf Handlungen anderer oder Umweltveränderungen außerhalb Ihrer Kontrolle reagieren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Entscheidungsproblemen und Entscheidungschancen liegt in der Wirkung auf das, was wichtig ist. Im Falle von Individuen und im Folgenden näher betrachtet, die Lebensqualität. Als allgemeinstes Konstrukt, je nach Fall eignen sich spezifischere Konstrukte wie Zufriedenheit, Fitness, Einkommen etc. Bei Entscheidungsproblemen wird die Lebensqualität durch etwas reduziert, das außerhalb der Kontrolle des Entscheidenden liegt. Beispielsweise ist das Auto kaputt, der Urlaubsantrag wird abgelehnt, ein Orkan deckt das Dach des Eigenheims aus. Man bekommt eine Grippe. Die Lebensqualität reduziert sich. Wenn der Leidensdruck groß genug ist, widmen sich die Entscheidenden dem Entscheidungsproblem und versuchen es zu lösen. Das Auto wird repariert, das Dachhaus wird gedeckt, man geht zum Arzt und so weiter. In der Abbildung ist ein exemplarischer Verlauf der Lebensqualität im Zeitablauf bei Entscheidungsproblemen auf der linken Seite dargestellt. Wenn das Problem gelöst wurde, wird üblicherweise die Lebensqualität mehr oder weniger wiederhergestellt, aber auch nicht mehr. Im Gegensatz dazu führen Entscheidungschancen zu einer erhöhten Lebensqualität. Viele Entscheidende, sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene, begnügen sich jedoch häufig mit dem Status quo, anstelle aktiv Entscheidungschancen zu suchen. Und das selbst dann, wenn sie nicht wirklich zufrieden sind oder sogar wahrnehmen, dass ihr Status quo sich sukzessive verschlechtert. Es wird reagiert und nicht proaktiv agiert. Ehepaare gehen beispielsweise im Durchschnitt 7 Jahre zu spät zu einer Eheberatung. Dann aber ist der Leidensdruck bereits schon sehr hoch und es liegt ein schwer zu lösendes Problem vor. Wenn dieses Problem auch schwerwiegende Konsequenzen hat, wird auch von einer Krisensituation gesprochen. In dem kleinen Beispiel zeigen Kollege Ralf Kini und ich, wie Sie sich selbst anstupsen können und proaktiv sehr unangenehme Entscheidungssituationen bzw. Krisen vermeiden können. Die Grundidee ist dabei denkbar einfach. Es wird empfohlen, im ersten Schritt systematisch mögliche Krisensituationen zu identifizieren und im zweiten Schritt sind die Entscheidungssituationen, die relevanten Werte und Ziele zu identifizieren. Im dritten Schritt werden die Ziele sukzessive dazu benutzt, systematisch mehr und bessere Alternativen zu entwickeln. Wenn beispielsweise in einer Familie einer der Partner als Alleinverdiener fungiert, könnte der Arbeitsplatzverlust eine Krise für die gesamte Familie bedeuten. Es empfiehlt sich, die Ziele der Familie zu identifizieren und dazu zu nutzen, systematisch Entscheidungschancen zu entwickeln. Das langfristige Fundamentalziel kann darin bestehen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Familie sicherzustellen. Angenommen, der oder die Alleinverdienende arbeitet in einem Unternehmen, das perspektivisch massiv Stellen kürzen könnte. Dann sind die Instrumentalziele beispielsweise, dass der oder die Alleinverdienende als letztes entlassen wird und wenn das schon nicht vermieden werden kann, als erstes einen neuen Job findet. Wie können Sie diese Ziele erreichen? Ganz einfach. Beispielsweise durch kontinuierliche Weiterbildung, Netzwerken. Der Aufwand für solche Präventionsmaßnahmen ist im Vergleich zu den möglichen unangenehmen Folgen relativ gering. Vielleicht 2 Stunden pro Woche. Eine solche Investition erscheint im Vergleich zu den möglichen negativen Konsequenzen mehr als sinnvoll. Es klingt so einfach. Viele Alleinverdienende würden heutzutage sicherlich gerne im Nachhinein einen solchen Aufwand getrieben haben. Darüber hinaus hätten die verbesserten Fähigkeiten auch dazu beitragen können, befördert zu werden, sodass sich diese Investition allein damit schon amortisiert hätte. In diesem Beispiel liegt die Chance darin, eine ausgewachsene Krise zu vermeiden. Das nächste Beispiel zeigt, wie Sie aus einem unangenehmen Problem eine Chance kreieren können. Viele Studierende sehen beispielsweise in ihrer Abschlussarbeit eine lästige Pflicht, also ein Problem. Wandeln Sie dieses in ein Entscheidungsproblem, in eine Entscheidungschance um. Identifizieren Sie Ihre Ziele,
Wenn Sie beispielsweise unbedingt in einer bestimmten Organisation arbeiten wollen, können Sie überlegen, wie Sie Ihre Abschlussarbeit dafür instrumentalisieren können. Vielleicht gibt es ja Problemstellungen in diesem Unternehmen, die sich für eine Abschlussarbeit eignen. Vielleicht identifizieren Sie in einer solchen Abschlussarbeit einen akuten Handlungsbedarf in einem aufkommenden Feld, in dem Sie dann natürlich die entsprechende Expertise mitbringen, unter anderem durch Ihre Abschlussarbeit. Oder Sie überlegen gegebenenfalls, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben. Dann können Sie Ihre Abschlussarbeit so ausgestalten, dass Sie eng mit Ihrem Betreuenden zusammen an einer aktuell wissenschaftlich relevanten Forschungsfrage arbeiten. Sie dadurch das Lehrstuhlteam kennenlernen und erkennen, ob Ihnen so etwas Spaß machen könnte. Und idealerweise könnten Sie schon die Grundlagen für Ihre erste Publikation legen. Stupsen Sie sich selbst an. Anstelle reaktiv Probleme zu lösen, kreieren Sie vermehrt proaktiv attraktive Entscheidungschancen, um Krisen zu vermeiden und das zu erreichen, wovon Sie träumen. Aktuelle Forschungsergebnisse. Die positiven Effekte des sich selbst Anstupsens und beziehungsweise proaktiven Entscheidens klingen ja plausibel. Der empirische Nachweis gestaltet sich jedoch als überaus schwierig. Kollege Reinhard Kunz und ich haben während unserer gemeinsamen Zeit an der Universität Bayreuth ein Messinstrument für gutes, proaktives Entscheiden entwickelt. Im explorativen Stadium haben wir das Konstrukt theoretisch hergeleitet, konzeptualisiert und durch reliable und valide Items operationalisiert. Im konfirmatorischen Stadium haben wir unsere psychologische Skala mit über 4000 Probanden quantitativ empirisch getestet und validiert. Unsere Skala für proaktives Entscheiden besteht aus 21 Items. 11 sehen Sie hier auf der Folie. Das sind dann Aussagen, denen in bestimmtem Maße zugestimmt werden kann. Beispielsweise, in der Regel bin ich in einer Entscheidungssituation meiner Ziele bewusst. Stimme zu, stimme weder zu noch zu, stimme nicht zu. Mithilfe eines Strukturgleichungsmodells, das hier nur angedeutet ist, konnten wir mit tatkräftiger Unterstützung von Philipp Rolf mit proaktivem Entscheiden über 30% der Varianz der Lebenszufriedenheit erklären. Mit anderen Worten, wer proaktiver in seinen Entscheidungssituationen agiert, ist demzufolge zufriedener mit seinem Leben. Und wenn das so ist, dann ist es naheliegend zu untersuchen, inwieweit proaktives Entscheiden trainiert werden kann. Dafür haben wir 600 Managerinnen und Manager vor und nach Online-Kursen von Karl Spätzler zum Thema Entscheidungsqualität im Zuge des Strategic Decision and Risk Management Certificate Programs in Zusammenarbeit mit Stanford's University Center for Professional Development befragt. Darüber hinaus habe ich über 200 Studierende an der Unternehmerischen Hochschule in Innsbruck vor und nach den von mir entwickelten Entscheidungstheoriekursen befragt. Es zeigt sich, dass beide Lehrangebote die proaktiven kognitiven Fähigkeiten beim Treffen von Entscheiden signifikant verbessern. Zusammengenommen kann ich empirisch zeigen, dass meine Studierenden ihre kognitiven Fähigkeiten im Treffen von Entscheidungen verbessern und statistisch gesehen in der Folge zufriedener mit ihrem Leben sind. Was kann ich mehr mir von meinen Studierenden wünschen? Insbesondere vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass an vielen Universitäten und Hochschulen nur sehr eingeschränkt Lehrangebote zum Treffen von Entscheidungen existieren. Besonders unverständlich ist dieses an Institutionen, die die Managerinnen und Manager der Zukunft ausbilden. Was ist denn die Kernaufgabe von Managern? Das Treffen von Entscheidungen. Gleiches gilt für Politikerinnen und Politiker. Neben der Lebenszufriedenheit untersuche ich weitere interessante nachgelagerte Konstrukte proaktiven Entscheidens. Die unternehmerische Einstellung, im Englischen Entrepreneurial Attitude, von Menschen ist die Basis für die Erneuerung unserer Wirtschaft. Unternehmerisch denkende Menschen gründen beispielsweise deutlich häufiger Startups. Daher ist es wichtig zu erforschen, warum einige Menschen unternehmerischer als andere agieren und inwiefern dieses unternehmerische Denken trainiert werden kann.
Proaktives Entscheiden impliziert unter anderem, systematisch Entscheidungschancen zu kreieren. Das hatten wir gerade. Beobachtungen in der Praxis legen nahe, dass sich Entrepreneure gerade genau dadurch auszeichnen, also dass sie Chancen kreieren. Erste Testdatensätze zeigen, dass proaktives Entscheiden mit der unternehmerischen Einstellung hoch korreliert. Wir nehmen an, dass proaktives Entscheiden eine grundlegende Fähigkeit ist, die die unternehmerische Einstellung erklären kann. Wer an entscheidungstheoretischen Kursen teilnimmt, würde demzufolge künftig auch unternehmerischer agieren. Vorhin hatte ich Ihnen das Beispiel eines Alleinverdienenden gegeben, der durch proaktive Entscheidung die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Krise in seinem Beruf auftritt, reduziert. Viele Menschen betreiben jedoch keine Krisenprävention. Anstelle dessen verhalten sie sich in vielen Lebensbereichen reaktiv, beispielsweise in der Ernährung. Es gibt Menschen, die geradewegs auf erhebliche gesundheitliche Probleme zusteuern. Mit richtig unangenehmen Entscheidungsproblemen in der Zukunft. Welche Herz-OP ist die beste? Wie kann man mit Diabetes umgehen? Und so weiter. Eine weitere spannende Frage liegt darin zu erforschen, inwieweit proaktives Entscheiden Ernährungs- und Gesundheitsentscheidungen erklären kann. Wenn sich die angenommenen Hypothesen bestätigten, ergeben sich ganz neue Ansatzpunkte dafür, dass Ernährungsverhalten von Menschen im Sinne der Menschen und im Sinne der Gemeinschaft zum Besseren zu beeinflussen. Leider ist auch das Thema Entscheidungsverhalten im Umgang mit Corona auf der Forschungsagenda. Wenn man von dem Fundamentalziel ausgeht, dass die Verbreitung des Coronavirus minimiert werden soll, dann lautet die Kernfrage, wie kann die Ausbreitung des Coronavirus minimiert werden, ohne dabei die Freiheit des Individuums allzu sehr zu beschränken. Am besten wäre sicherlich, dass die Leute freiwillig ihr Risikoverhalten den Rahmenbedingungen anpassen, also ohne, dass sie dazu gezwungen werden vom Staat. Hier sind effektive Nudges zu entwickeln. Wir brauchen eigentlich eine Menge Elefantenmamas an jeder Ecke, die die Menschen in die richtige Richtung schubsen. Darüber hinaus muss erforscht werden, warum eine Gruppe in der Bevölkerung durch Entscheidungen Risiken für sich und andere unreflektiert in Kauf zu nehmen scheint, während eine andere Gruppe genau dieses vermeidet. Mögliche Erklärungen sind, dass jemand selbst oder eine wichtige Bezugsperson stark gefährdet sind. Meine Hypothese ist, dass dieses Phänomen zumindest in Teilen durch das Entscheidungsverhalten erklärt werden kann. Die erste Gruppe wäre demzufolge reaktiver und die zweite Gruppe proaktiver in ihren Entscheidungen. Das nachzuweisen ist sicherlich nicht trivial. Wenn sich die Hypothesen aber bestätigen sollten, ergäbe sich ein weiterer Grund, Menschen im Treffen von Entscheidungen besser auszubilden. Praxisanwendung und Projekte. Die Möglichkeiten, wie Sie Ihr individuelles Entscheidungsverhalten verbessern können, klingen für manchen trivial. Daher möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einen Einblick geben, wie einige entscheidungstheoretische Methoden sehr wohl auch im organisationalen Kontext einen erheblichen Nutzen entfalten können. Vor einigen Jahren habe ich beispielsweise mit Kollege Ralf Kini einen der größten Energieanbieter in Deutschland beraten. Nach Fukushima hat die deutsche Bundesregierung sehr kurzfristig beschlossen, dass in Deutschland keine Zukunft mehr für Kernkraftwerke besteht. Für unseren Klienten bedeutet das unter anderem, dass 1 Milliarde Gewinn wegfiel und das pro Jahr. Was wurde gemacht? Über einen Zeitraum von 3 Monaten hat eine Arbeitsgruppe mit den 20 kreativsten Köpfen des Unternehmens insgesamt über 200 Alternativen identifiziert, also das, was das Unternehmen machen könnte. Allerdings haben sie sich nicht damit beschäftigt, welche Ziele das Unternehmen eigentlich erreichen möchte. Kaum vorstellbar, oder? Wir haben dann in semi-strukturierten Experteninterviews mit dem gesamten Vorstand sowie weiteren Schlüsselmitarbeitern die Ziele des Unternehmens identifiziert und strukturiert. Diese strategischen Ziele haben anschließend eine Basis dafür gebildet, systematisch zu entscheiden, wie das Unternehmen sich perspektivisch neu ausrichten kann. Interessanterweise hat sich auch hier gezeigt,
dass selbst sehr erfahrene Manager nur eingeschränkt dazu in der Lage sind, die relevanten Ziele ihres Unternehmens zu benennen, für das sie teilweise schon jahrzehntelang arbeiten. Nur der CEO war dazu in der Lage, zumindest 50% der strategischen Ziele zu nennen. In einem anderen Projekt habe ich ebenfalls mit Kollege Kini das kalifornische Verkehrsministerium beraten. Die hatten und haben das Problem, ein Budget in Höhe von 12 Milliarden Euro bestmöglich für die Instandsetzungsarbeiten von Autobahnen und Brücken in Kalifornien einzusetzen. Genau wie in Europa, wie Sie das kennen, versuchen die Regionalpolitiker, dass die Mittel in ihrem Einflussbereich eingesetzt werden. Wir haben die sogenannten fundamentalen Ziele identifiziert und damit eine Basis für eine transparente Allokation des Budgets geliefert. So etwas wäre sicherlich auch wünschenswert in Deutschland und Österreich. Als drittes Projekt möchte ich Ihnen noch das krasseste und bedeutendste Beispiel vorstellen. Es ist auch das einzige Projekt, auf das meine Mutter stolz ist. In den anderen ging es ja letztlich nur um Geld. In diesem geht es um Menschenleben. Im Herbst 2013 stellte die Terrorgruppe IS eine erhebliche Bedrohung für die Zivilgesellschaften weltweit dar. US-Präsident Obama, der mächtigste Mann der Welt, gab in einem Interview offen zu, dass die USA keine Strategie im Umgang mit dem IS hat. In einem Projekt unter Leitung von Detlef von Winterfeld haben wir die Ziele der Terrorgruppe identifiziert und strukturiert. Diese bildeten den Ausgangspunkt für Überlegungen, wie die Zivilbevölkerung vor Terrorangriffen am besten geschützt werden kann, im Nahen Osten, in den USA und in Europa. Wenn man weiß, was der Feind erreichen will, also dessen Ziele kennt, ist es deutlich einfacher zu verhindern, dass der Feind seine Ziele erreicht. Die Schwierigkeit bestand darin, dass man Terroristen ja nicht einfach direkt fragen kann, welche Ziele sie verfolgen. Daher hat das Pentagon weltweit 60 semi-strukturierte Interviews mit Experten zu den Bereichen Terrorismus, Islamismus, Nahe Osten, internationale Politik etc. durchführen lassen. Detlef von Winterfeld hat aus diesen vertraulichen Mitschriften, insgesamt über 500 Seiten, die Ziele der Terrorgruppe abgeleitet. Ich habe parallel dazu die Ziele aus öffentlich zugänglichen Quellen erarbeitet. Unsere Ergebnisse haben wir zusammengeführt. Sie sehen hier das Resultat. Viele Zielsetzungen sind schrecklich, verachtenswert oder einfach nur widerlich. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen hier. Es gibt aber auch einige wenige Ziele, die gegebenenfalls mit entsprechender kultureller Anpassung nachvollziehbar klingen. Beispielsweise hier in Gelb: Dekadenz und Korruption bekämpfen, die Wirtschaft wieder aufbauen oder zu verhindern, dass Gläubige diskriminiert werden. Das wirklich Krasse war, dass diese Ziele nicht mithilfe der 60 Experteninterviews identifiziert wurden, sondern nur mithilfe der öffentlich zugänglichen Quellen. Mit anderen Worten, das Pentagon, eine der mächtigsten Organisationen der Welt, hat es nicht geschafft, die Ziele vollständig zu identifizieren. Die Erklärung letztlich war dafür relativ einfach. Sunniten und Schiiten tragen viele Kämpfe auf untereinander. Der IS ist sunnitisch. Unter den Experten, die selbst einer Religionsgemeinschaft anhängen, waren nur Schiiten, aber keine Sunniten. Die Schiiten kamen offensichtlich nicht auf die Idee, dass Sunniten auch solche Ziele verfolgen können. Ein Großteil des sogenannten War on Terror findet im Internet statt. Es wird versucht, dass Menschen sich nicht radikalisieren. Wenn Sie die Ziele der Menschen nicht kennen, ist es viel schwieriger, sie davon abzuhalten, beispielsweise nach Syrien zu gehen und zu kämpfen oder Bomben zu legen. Die Methoden, die wir zur Identifikation von Zielen entwickelt haben, lassen sich aber auch sehr gut auf andere, normalere Kontexte übertragen. Beispielsweise, was will ein Konkurrent erreichen? In allen drei skizzierten Projekten waren sich die Entscheidenden nicht über ihre Ziele im Klaren und das, obwohl sie sich sehr intensiv mit der Entscheidungssituation auseinandergesetzt haben und es durchaus um etwas ging. Mit unserer Arbeit der Identifikation der Ziele und auch der Formulierung der Entscheidungssituation haben wir sie angestupst, langfristig und nachhaltig bessere Entscheidungen zu treffen. Nach diesem teilweise extremen Praxisprojekt möchte ich Ihnen gerne noch mein Herzensprojekt vorstellen. Wir wollen dazu beitragen,
dass junge Menschen bessere Entscheidungen treffen. In unserer globalisierten und digitalisierten Gesellschaft stehen junge Menschen gerade eine überwältigende Vielzahl von Ausbildungswegen, Berufen und Lebensentwürfen offen. Diese Komplexität an Angeboten zu durchdringen und den für sich passenden Ausbildungsweg zu finden, stellt für viele Jugendliche eine der ersten großen Herausforderungen dar. Unsere Schulen unterstützen ihre Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Hinsicht. Sie informieren über mögliche Ausbildungswege und unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre Interessen herauszufinden. Allerdings werden die Schülerinnen und Schüler nicht darin unterrichtet, wie man gute Entscheidungen treffen kann, sondern sie werden damit letztlich weitestgehend allein gelassen. Doch gerade die Entscheidung, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht, verlangt besondere Aufmerksamkeit, da sie den Lebensweg von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachhaltig beeinflusst. Die hohen Abbruchquoten in Ausbildung und Studium zeigen unter anderem, dass viele junge Menschen in dieser konkreten Entscheidungssituation Schwierigkeiten haben. So wurden 2017 26% der Ausbildungsverträge vorzeitig gekündigt und ein Viertel aller Bachelorstudierenden beendete ihr Studium ohne Abschluss. Neben den ökonomischen Folgen, wie etwa erhöhten Ausbildungskosten und Fachkräftemangel, kommt es aber auch zu teilweise erheblichen individuellen Folgen, da der Abbruch eines Ausbildungswegs oft als schweres Scheitern angesehen wird. Mit der sehr wertgeschätzten finanziellen, aber auch sehr wertvollen inhaltlichen Unterstützung der Rainer-Markgraf-Stiftung, der Adalbert-Rapp-Stiftung und der Oberfranken-Stiftung haben wir die Initiative Klug Entscheiden gegründet. Mein kleines Team, Nadine Oeser, einige studentische und nebenberufliche Hilfskräfte sowie sehr engagierte Freiwillige, Johannes Heller und Christian Hannes und ich, konzipieren Entscheidungstrainings für Schülerinnen und Schüler in Oberfranken und der Oberpfalz und messen deren Wirksamkeit. Das Ziel unserer Entscheidungskompetenztrainings liegt darin, die Qualität von Entscheidungen, insbesondere Bildungsentscheidungen junger Menschen zu erhöhen. Die Teilnehmenden unserer Trainings bekommen Techniken vermittelt, die ihnen helfen, eigenständig die Vielzahl an Informationen nach persönlichen Prioritäten zu filtern und dann eine Entscheidung zu treffen, die sie langfristig glücklich macht. Dieses ist sowohl für den jungen Menschen als auch für die Gesellschaft vorteilhaft. Der junge Mensch geht bewusst und hochmotiviert seinen Ausbildungsweg ohne unnötige, teure, zermürbende Umwege. Und die Gesellschaft profitiert in der Zukunft von seiner oder ihrer Fachkompetenz. Gleichzeitig findet eine positive Rückkopplung für junge Menschen statt. Durch das Vertrauen, die für sich selbst richtige Entscheidung getroffen zu haben, steigt auch das Selbstwertgefühl und es sinkt die Empfänglichkeit für negative Einflüsse. Dies trägt insgesamt zu einer persönlichen, guten Persönlichkeitsentwicklung bei. Die besten Voraussetzungen dafür, eine selbstbestimmte und reflektierte Bürgerin oder Bürger zu werden. Wir untersuchen auch die Wirksamkeit unserer Workshops. Erste Ergebnisse sind äußerst vielversprechend. Genau wie Studierende und Manager können auch Schülerinnen und Schüler im Treffen von Entscheidungen trainiert werden. Zudem erhöht sich auch die Selbstwirksamkeit. Darüber hinaus schätzen die Schülerinnen und Schüler die Workshops sehr und empfehlen sie diese auch regelmäßig weiter. Es lohnt sich also. Langfristig ist es unser Ziel, alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland und Österreich darin zu unterstützen, bessere Entscheiderinnen und Entscheider zu werden. Dafür bilden wir bald auch Lehrer aus und erstellen Ready-to-Teach-Unterrichtsmaterialien. Das Ziel ist sicherlich extrem hochgegriffen, aber es stupst mich immer an, weiter hart daran zu arbeiten. Wer immer dieses Ziel unterstützt, ob Lehrer, Schüler, politische Entscheidende, Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände, Journalisten, die darüber berichten oder mögliche Unterstützer. Bitte melden Sie sich bei mir. Nur gemeinsam können wir es schaffen. Und auch jeder kleine Schritt ist ein wichtiger Schritt nach vorn. Ich freue mich auf Sie. Bevor ich die Kernbotschaft meines Vortrags zusammenfasse, finden Sie auf dieser Folie meine Kontaktdaten. Das Video ist der Auftakt dazu, dass Kollege Ralf Kienio und ich unsere Forschungsaktivitäten und Projekte
insbesondere im deutschsprachigen Raum, weiter verbreiten. Wir wollen, dass mehr Menschen Zugang zu den vorgestellten Methoden und Konzepten bekommen und in der Folge bessere Entscheidungen treffen. Wenn Sie über aktuelle Entwicklungen informiert werden wollen, folgen Sie mir gerne auf LinkedIn oder Xing und teilen Sie dort fleißig die Inhalte. Wir sind Ihnen dafür Ihre Unterstützung sehr dankbar. Nur durch das proaktive Treffen von Entscheidungen haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf das zu nehmen, was Ihnen oder Ihrer Organisation wichtig ist. Andernfalls können weder Einzelne noch Organisationen langfristig ihre Visionen erfolgreich umsetzen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass viele Individuen und Organisationen nur ein sehr eingeschränktes Interesse an einer proaktiven Entscheidungshandlung haben und oftmals nur über limitierte Fähigkeiten und Kompetenzen im Treffen von Entscheidungen verfügen. Das Nudging-Konzept von Nobelpreisträger Richard Thaler kann dazu beitragen, dass Menschen angestupst werden, bessere Entscheidungen zu treffen. Allerdings ist es nicht immer möglich, dass sie einen Entscheidungsarchitekt anstupst oder sie wollen das gar nicht, dass sie jemand anstupst. In seinem Buch Give Yourself a Nudge erweitert Ralph Kini das Konzept für genau diese Situation und ermöglicht es den Entscheidenden, ihr eigener Entscheidungsarchitekt zu sein. Ich habe Ihnen 4 Beispiele gegeben, wie Sie sich selbst anstupsen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Wie eine Entscheidungssituation formuliert wird, ist eine Entscheidung an sich. Sich das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Schritt, um bessere Entscheidungen zu treffen. Durch die Formulierung der Entscheidungssituation haben Sie einen großen Einfluss auf das Ergebnis. Sie haben mehr Kontrolle über Ihr Leben, beruflich wie privat. Insbesondere, wenn Sie mit einer Entscheidungssituation nicht zufrieden sind, stupsen Sie sich selbst an, entscheiden Sie darüber, mit welchen Entscheidungssituationen Sie sich auseinandersetzen wollen und wie eng bzw. breit Sie diese Entscheidungssituation formulieren. Viele Menschen sind sich ihrer Ziele in Entscheidungssituationen nicht bewusst. Wie soll man erfolgreich entscheiden, wenn man nicht einmal weiß, was man erreichen will? Überlegen Sie routinemäßig in wichtigen Entscheidungssituationen, was Sie erreichen wollen, und Sie werden es wahrscheinlicher bekommen. Viele Menschen sind sich auch ihrer Alternativen in Entscheidungssituationen nicht bewusst. Wie können Sie gute Entscheidungen treffen, wenn Sie nur aus offensichtlichen und gegebenenfalls schlechten Alternativen auswählen? Nutzen Sie Ihre Ziele, um systematisch mehr und bessere Alternativen zu entwickeln. Viele Menschen agieren reaktiv in ihren Entscheidungssituationen und begnügen sich mit den Entscheidungssituationen, die an sie herangetragen werden oder die sich einfach so ergeben. Zumeist geht es dann darum, Probleme zu lösen. Anstelle reaktiv Probleme zu lösen, kreieren sie vermehrt proaktiv attraktive Entscheidungschancen, um Krisen zu vermeiden und das zu erreichen, wovon sie träumen. Die gerade genannten Möglichkeiten, wie Sie sich selbst anstupsen können, bessere Entscheidungen zu treffen, klingen relativ einfach, gegebenenfalls sogar trivial. Dennoch sind sich nur wenige Ihrer bewusst und kaum jemand benutzt diese Methoden systematisch. Üben Sie. Je häufiger Sie sich selbst anstupsen, desto weniger Aufwand benötigen Sie und desto besser und proaktiver werden Sie beim Treffen von Entscheidungen. Und neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass proaktive Entscheider zumeist zufriedener mit ihrem Leben sind. Daher ist es besonders wichtig, dass auch und insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen trainiert werden, proaktiv Entscheidungssituationen zu lösen. Das Projekt Klug Entscheiden kann und darf hier nur der Anfang sein. Ich bitte an dieser Stelle noch einmal alle Interessierten, Kontakt mit mir aufzunehmen. Nur gemeinsam können wir es schaffen. Es war mir eine große Freude, diesen Vortrag halten zu dürfen. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig inspirieren, sich intensiver mit Ihren Entscheidungsproblemen auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, das verspreche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch proaktives Entscheiden ein zufriedenes und erinnerungswürdiges Leben leben.